So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin Edition Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir Team Galactic Commander Mars und Jupiter besiegt. Und nun in diesem Part werden wir Cyrus mal zeigen, was wir drauf haben. Und uns dann das legendäre Pokémon hier in der Zerrwelt Giratina holen. Aber zuerst mal hören wir mal, was Cynthia zu sagen hat. Diese Plattform aus Stein. Sie bewegt sich, wenn du auf deine bestimmte Stelle trittst. Auf nach unten. Das kann jetzt was werden. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen schwer, ne? Ja, okay. Ob wir auf Giratina treffen, wenn wir weiter nach unten gehen? In der Zerrwelt bewegen wir uns auch wirklich nach unten. So, zuerst mal folgen wir am besten mal, ne? Der guten Cynthia. Ah, ich finde die Zerrwelt so genial. Ich finde die richtig chillig. Ohne Witz jetzt. Die Welt hat ohne Scheiß Style. Vesprit. Da ist Vesprit. Einfach nur just for fun auftreten, ne? Oh, ey, die Zerrwelt ist so geil. Ich finde die so genial. Nicht genital, sondern genial. Richtig geil. Ich glaube, die haben früher versucht, hier mit 3D-Animation ein bisschen zu arbeiten. Die von Game Freak, ne? Ja, kann gut sein. So. Ups. Ups, warte mal. Hier? Warte mal. Hä? Muss ich jetzt... Ah, nee, warte. Ich glaube, dann hier? Nee. Fail? Oh mein Gott, da ist Cynthia. Okay, warte, wir sind auf dem richtigen Weg, ne? Mann, wie war das nochmal? Was habe ich früher gemacht? Das ist schon zu lange her. Scheiß drauf. Die Legende von Giratina ist in Vergessenheit geraten. Nur wenige kennen sie noch. Die Legende erzählt von einer Welt auf der anderen Seite unserer Welt. Sie erzählt von dieser Welt hier. Warum diese Welt überhaupt existiert, warum Giratina hier ganz allein ist. Es gibt so viele Dinge, die man einfach nicht so einfach erklären kann. Aber wir haben zu tun. Teilen wir uns auf. Es muss uns gelingen, den richtigen Weg zu finden. Ja, so viel zum Aufteilen, ne? So viel zum Aufteilen. So, warte mal, hier. Ja, anscheinend geht's hier weiter. Und dann... Ich glaube, wir sind fast da, ja. Ja, wir sind fast da. So, eigentlich wollte ich ja in diesem Part ein bisschen mit euch über Dingsabums da reden. Lol. Troll, lol, lol. Oh ne, das kann jetzt... Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich verhört. Oder? Es geht weiter nach unten. Sind wir jetzt richtig hier? Kann gut sein. Hauptsache, ja, ich glaube, wir sind richtig. Ja, da ist Cyrus, wir sind auf dem richtigen Weg. Das schattenhafte Pokémon ist nicht hier. Es hat mich hier zurückgelassen und ist weiter unten. Dann verschwunden. War es wirklich damit zufrieden, mich einfach nur bei der Ausführung meines Plans zu stören? Übrigens, kennst du dich eigentlich mit dem Einfluss von Gen aus? Ja? Wenn das war's, dann bin ich echt beeindruckt. Gene stellen den Bauplan aller Lebensformen dar. Das schließt Menschen sowie auch Pokémon mit ein oder so, keine Ahnung, was er gesagt hat. Die Gene befinden sich in der DNS. Diese DNS besteht aus sich zwei gegenüberliegenden Strängen.
Sie sind so miteinander verbunden, dass sie eine Spirale bilden. Jeder Strang besitzt Blasen, die über Wasserstoffbrücken miteinander verbunden sind. Kein Strang und keine Base. Ich habe da gerade eben Blase vorgelesen, ne? Ich hab's gemerkt. Kann ohne die gegenüberliegenden Seiten existieren. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir befinden uns hier in einer bizarren Welt. Die Zeit steht still und der Raum existiert nicht. Nur das schattenhafte Pokémon lebt hier. Diese Welt existiert auf der gegenüberliegenden Seite unserer Welt. Und unsere Welt ist es, die ich ändern will. Ohne die eine kann die andere Welt nicht existieren. Das schattenhafte Pokémon muss also eine Rolle dabei spielen, die beiden Welten im Gleichgewicht zu halten. Deswegen wird es mich in meinen Plänen gestört und hierher gebracht haben. Das schattenhafte Pokémon muss diese bizarre Welt geschaffen haben. Dadurch, durch meine Versuche, unsere Welt zu ändern, wurde es gestört und trat in Erscheinung. Aber das alles spielt keine Rolle. Was wirklich zählt, ist, dieses Pokémon zu besiegen. Und diese Welt verschwinden zu lassen. Ich werde nicht erlauben, dass es sich noch einmal in meine Pläne einmischt. Es ist erst einmal verschwunden, kann keiner der Welten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Oh, chillo und so. So. Hier. Geht's zwar weiter, aber... Ja, ganz toll, Matt. Ja, okay, wir können anscheinend nur... So. Ja, komm, hier runter. Schon ein bisschen creepy hier. Ich find's aber geil. So, das geht jetzt auch weg. So, warte mal, hier. Das haut ab, ja, ist klar. Aber dann müsste hier doch irgendwas erscheinen, genau. Sind wir hier richtig? Leute, ich muss mal ganz kurz pausieren. Telefon, ne, hört ihr. So, wieder da und ich weiß, dass ich gleich weg muss. Deswegen werde ich Cyrus in diesem Part höchstwahrscheinlich nicht mehr besiegen, sondern halt im nächsten Part, ne? Ja, läuft. Klappt schon. Gut, so, dann hierhin. Schätze ich mal, ne? Nur so eine vage Vermutung. Upsala. Das ist Selfe. Selfe ist gelb. Warte mal. Ja. Komm schon, erstmal einmal runter. Ein Pokémon kann diesen Felsen vielleicht bewegen. Möchtest du Stärke einsetzen? Hey, ich dachte, hier wäre nichts von wegen hier. Ah, wie heißt es nochmal? Schwerkraft und so. Anscheinend schon, ne? Hier geht's nicht weiter. Vielleicht geht's da weiter. Nee, der einzige Weg ist, glaube ich, von hier aus, ne? Okay, machen wir das so. Dann hier. Ah, ja, okay, jetzt ist alles klar. Ja! Scheiß Westbrett. Ja, ist schon klar, Stein wegbewegen und so. Hab's kapiert. Und weg ist es. So, dann den Stein hier nehmen. Ja. Haben wir auch gemacht. Dann hier hin. Ich glaube, dann einmal nach unten und da ist Cynthia. Nein, nicht nach oben. Nach unten. Nein, fuck. Der Fug. Ah, bin ich hier richtig? Ja, schätze schon. Ich habe keinen Schimmer, ne? Ich habe alles vergessen. Na, ganz toll, Matt. Na, ganz toll. Und da war gerade Giratina.
Die Zerrwelt ist schon geil. Ohne Scheiß, die Zerrwelt ist schon geil. Ja, sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen leise wirke, beziehungsweise bin. Liegt halt daran, ne, hier. Liegt halt daran hier, weil, bla halt, ne? Ne, weil, an sich, die Stimmung ist ja auch ziemlich ruhig. Und wenn ich jetzt hier von wegen so einen Scheiß reden würde, ja, dann, da, das wäre dann nicht wirklich gut. Warte, mach ich den Weg gerade etwa schon wieder, oder? Ja, irgendwie kommt mir das alles ein bisschen bekannt vor. Ein bisschen, ne? Ein ganz, ganz kleines bisschen. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, ja. Ja, und dann können wir von hier runter, ne? Ja. So ist es. So, einmal runter bitte. Und da ist Cyrus. So, ich würde ja den Part jetzt liebend gerne weiter... Ah, ne. Hä? Ah, doch, doch, doch. Ist richtig. It is richtig. Cyrus ist weg, ja, interessant, interessant, so. Ja, okay, wisst ihr was, wir machen das so, dass ich jetzt bis zu Cyrus hingehe, beziehungsweise bis zu Giratina, ne, je nachdem, und danach werde ich den Part beenden. Ja, weil ich muss jetzt gleich noch schnell weg und so, ja, Businessman und so, ne. So, lass mal schauen, hier hoch, ja. Boah, geil, geil, geil. Ich glaube, das nehme ich als Screenshot, ey. Dann ab in den Part, ja, so mache ich das. Das wird richtig fett Style. Kann ich euch so schon mal sagen. Ja, ohne Scheiß, die Zerrwelt ist schon geil. Richtig chillig, ey. Richtig fett chillig. Das Wasser geht ja eigentlich nach oben, ne? Oder? Ja, wir schwimmen halt nach unten. Boah, die Zerrwelt ist bombastisch. Ich finde die Welt einfach nur genial. Nicht genital, sondern genial. Okay, den habe ich oft genug gebracht. Ich glaube, ich lasse den ab sofort. Sag mal kurz schauen, wie viel Uhr ist es? 17.39 Uhr. Ja, ich müsste jetzt langsam los, sonst machen wir meine Eltern die Hölle heiß, ne? So. Dann hier. Ja, ja, ist mir schon klar, Tobots, den Stein da hinschieben. Ja, ist mir klar. Tobots, ist mir klar. Hau ab. Ist ja auch logisch, dass ich den Stein, ne, verschieben werde. So, hier, bewegen. Das leckt gerade, achso. Komm. Autsch. So, warte mal, dann. Komm ich eigentlich, warte mal kurz. Komm ich? Nee, 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 diese Dinger gehen so anscheinend nicht weg. So, ab nach unten. So, warte mal, was jetzt? Hier. Ja, bewegen und dann nach unten, schätze ich, ne? Ja, müsste so sein. Ah, ich glaube, ich muss jetzt alle Stärkesteine jetzt irgendwie in die einzelnen Löcher hier reinbekommen. Ne? Ja, scheint so zu sein. Ah, nee, fail, 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 fail. You failed. Ich muss die Stärkesteine da rein tun. Halt, wo die sind, ne? Also. Da fuck. Muss ich das jetzt alles wieder von neu machen? Bitte nicht. Ja, doch, muss ich glaube ich wieder von neu machen, ne? Verdammte Scheiße. Nein. Nein. Ich hab keinen Bock drauf. Ich schwör, ich hab keinen Bock drauf. Dann muss ich das halt alles wieder von neu machen, ne? Ja, so ist das halt. Ja, scheiße gelaufen, ne? Ich kann nicht so unterschreiben. So, jetzt hier rein. Ja, seht ihr? Das ist richtig. Ja. Verkackt, Matt. Hast schon verkackt. Aber fett verkackt hast du. Naja, Leute, wisst ihr was, ich mache das dann halt im nächsten Part zu Ende, denn ich müsste langsam aber sicher los. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Euer Matt. Ciao.